Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Gloria Blau und ich zeige euch heute das Making-of meines ersten großen Musikvideos zu dem Song Zwei Leben oder wie man an zwei Drehtagen mit einem Team von insgesamt 3 Leuten ein grandioses Video dreht, ohne das Equipment zu zerstören. Viel Spaß! Die so viel erlebt, so wenig bereut hat. Meistens sagt so, wir haben Drehtag 1. Es ist der 12. August 2019. Ich bin noch nicht geschminkt, aber meine Haare werden gerade schon gemacht. Ein bisschen sieht man es hier schon. Das ist die Michelle. Hallo. Meine Maske für heute Morgen. Wir machen jetzt erst meine Haare und dann machen wir das Make-up, das ihr ja schon kennt aus dem Video. Ich bin im Moment noch sehr gespannt, wie es werden wird. Und halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Morgens, 7:30 in Deutschland. Der Himmel ist perfekt für das, was wir vorhaben. Wir haben hier gerade schon mal eben ein Grab ausgehoben. In Ermangelung starker Männer haben Michelle und ich das einfach kurz selbst gemacht. Wir haben einen starken Mann dabei, Mitarbeiter des Monats, Anwärter auf den Mitarbeiter des Jahres, Friedrich Gatz. Aber auch mit so einer Urkunde dann. Du kriegst eine Urkunde, einen Pokal kriegst du. Pokalmedaille. Das ist die Crew. Das ist das Grab, das ist die Location, das ist das Wetter und ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Viele Leute hatten mich vor allem gefragt, wo wir diese Grabszene gedreht haben und wie. Wir haben das außerhalb von Berlin gemacht mit einer Drohne und was man jetzt im Making-of noch sieht, ist, dass ziemlich viel Natur und Wald und Himmel außenrum stattfand. Das haben wir dann aber bewusst nicht mit ins Video genommen, sondern haben darauf geachtet, dass es wirklich nur dieser Sand und diese Erde und dieses Grab zu sehen ist. Aber hier könnt ihr jetzt auch nochmal sehen, was außenrum eigentlich alles los war. Ich war mal die, die sich am meisten gefreut hat. Jeden Zweifel mit einem Lächeln zerstreut hat und das Chaos noch mit Glitzer bestreut hat, die so viel erlebt, so wenig bereut hat. Wir sind jetzt in der zweiten Location und ich bin wieder in Schale geworfen und geschminkt. Ein bisschen gedauert, denn überraschenderweise gab es in einer seiner Grube ziemlich viel Sand und das hing dann auch alles in meinem Make-up. Aber die Michelle hat das ganz, ganz großartig gerettet. Wir checken jetzt das nächste Bild und checken, wie das aussehen soll. So sieht das aus. Wir befinden uns in einer Kirche. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen aus, okay? Wie du es fühlst, bitte. Guck nochmal. Ich glaube, ich finde es ohne Gucken besser. Und angekommen. Habe ich schon rumgeknutscht, Beziehungen. Aha, Friedrich. Schluss gemacht, ist alles passiert. Alles, so voll der dramatische. Hier. Wir sind auf jeden Fall am wichtigsten Punkt des Drehs angekommen, bei der Pause. Und jetzt essen wir ein bisschen Essen. Ich kann die Kamera nicht drehen, wenn wir essen, aber das sieht so aus. Es ist mittlerweile 11 Uhr morgens. Wir sind am Mittagessen. Und drehen dann erst um 17 Uhr weiter. Wollen wir das mal anschauen, so ganz begeistert, und gucken, wie schön das ist? Hey, genau so will ich das haben. Das ist so super, wenn man den Ton drauf hat. Lass uns mal das so angucken, als wäre das so ganz begeistert, als wäre das so voll schön. Ich würde das vielleicht ein bisschen höher machen. Ein bisschen kaputt. Ja, super. Mehr lachen. Es ist kaputt. Es ist jetzt ungefähr 17 Uhr. Nach einer kurzen Mittagspause bin ich immer noch in meinem Clown-Kostüm und wurde von der Michelle nochmal aufgefrischt. Wir drehen jetzt die Szene der sogenannten Kinderparty. Dafür habe ich einfach ein paar ganz tolle Freundinnen von mir gefragt, ob sie Lust haben, in meinem Video mitzuspielen. Und als ihre Eltern auch gesagt haben, dass das okay ist, haben wir das geplant. Ich habe dafür Girlanden eingekauft und ein bisschen Dekomaterial. Glitzer habe ich sowieso immer zu Hause. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich die Mädels anglitzer. Ihr könnt euch ja noch gegenseitig nicht so richtig... Ja, macht, was ihr wollt. Ja! Nochmal! Aber nicht jetzt. Doch. Der Plan war sowieso von Anfang an, dass wir die Szenen dann
in Slow Motion, also einfach in ein bisschen langsamerer Geschwindigkeit abspielen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und wie es am Ende aussehen wird. Läuft! Die vierte Location ist jetzt relativ unspektakulär im Vergleich zu den anderen Sachen. Ich werde mich auf den Mittelstreifen einer vielbefahrenen Straße in Berlin stellen. Und dann werden wir im Zeitraffer einfach filmen, wie links und rechts die Autos im Dunkeln mit ihren Lichtern an mir vorbeifahren und ich quasi regungslos in der Mitte stehe, soweit der Plan. Und wir werden auch mehrere Perspektiven, ich glaube 3 oder 4 Perspektiven davon filmen, also näher dran, weiter weg, um halt zu schauen, was am besten aussieht und die Kamera dann einfach minutenlang laufen lassen, um das dann später im Zeitraffer abspielen zu können. Leute, 18 Stunden später haben wir unseren ersten Drehtag geschafft. Es wird noch ein bisschen dauern. Ha 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 ha!